Hallo Freunde des Holzwerkens. Thema Sternholzschneidebrett. Schaltet nicht direkt ab. Ich habe heute, denke ich, eine richtig coole Lösung für jeden, der sich zu Hause sowas herstellen möchte. Da braucht man nicht so viele Arbeitsschritte, dass man ein richtig tolles Ergebnis hinbekommt. Denn ich habe mir so ein bisschen überlegt, hey, was sind denn eigentlich so diese zwei grundsätzlichen Arbeitsschritte? Bei mir fängt sowas meistens an, dass das Ganze erstmal abgelenkt wird. Dann muss ich die Waldkante abschneiden und dann muss ich das erstmal abrichten, auf dicke Hobeln. Und dann kann ich erst meine Streifen rausschneiden, um so etwas hier herzustellen. Ein normales Leimholzbrett. Nachdem man so ein Leimholzbrett hergestellt hat, schneidet man das Ganze hier in kurze Streifen, verdreht die jeweils und dann kann man so etwas verleimen. Und tatsächlich ist bis zu dem Punkt, das ist schon recht viel Arbeit. Und heute werde ich euch mal eine richtig tolle Alternative zeigen, wie ihr euch selbst ein Sternholzschneidebrett machen könnt und nicht so viel Arbeit habt. Bleibt dran, das ist echt, denke ich, eine coole Alternative für jeden, der sich sowas mal selber herstellen möchte. Und so als Information parallel, ich bin nur auf die Idee gekommen, weil ich in meinem Netzwerk sehr, sehr lange nach sehr günstigem Holz gesucht habe, aus dem man das sehr gut herstellen kann. Ich zeige es euch einmal. Um zwei Sternholzschneidebretter herzustellen, brauchen wir nämlich heute nur diese drei Stücke Holz. Und ich habe es eben schon angesprochen, auf meiner Suche in meinem Netzwerk habe ich das hier halt eben gefunden. Das sind handliche Bretter, das ist beidseitig besäumte Ware und natürlich kammergetrocknet. Normale Schreinerqualität. Hier haben wir nämlich schon einige Vorteile. Diese Bretter hier sind nicht zu krumm, die sind nicht zu groß, wir haben ein Standardmaß. Wir müssen das Ganze nicht erst besäumen, denn die Ware ist schon besäumt und der Preis ist halt hier eben auch sehr, sehr günstig. Gerade wenn man sich andere Angebote im Netz anschaut, bin ich schon sehr, sehr stolz, was ich da im Internet gefunden habe. Also, heutige Aufgabe aus diesen drei Brettern, zwei richtig geile Sternholzschneidebretter herstellen mit wenigen Arbeitsschritten. Und wie diese wenigen Arbeitsschritte aussehen, zeige ich euch jetzt mal. Bei einem von diesen drei Brettern müssen wir als erstes mal die Mitte markieren. Da sind wir hier bei 17 cm, also bei 8,5 mittig angezeichnet. Und da müssen wir einmal das Ganze durchsägen. Als nächstes eine Seite fügen. Die Werkstatt sieht aus wie eine Sau. Aber das hier will ich jetzt unbedingt noch fertig machen, bevor ich gleich auf den Termin fahre, damit das halt eben in die zwingen kann. Hier wird, denke ich, recht gut klar, was für einen tollen Vorteil das hier bietet. Wir haben bis jetzt zwei Arbeitsschritte, in der Mitte durchschneiden und zwei, dreimal über die Abrichte schieben, damit wir jetzt hier auf die Breite kommen und später gebündelt weitermachen können. Wenn wir sowas hier herstellen, ja, da haben wir viele, viele Leisten, die wir verleimen, weil es auch dickere Blockware ist. Das sind viel mehr die gleichen Arbeitsschritte, die man hintereinander machen muss, damit man auf eine gleiche Breite kommt. Ein absoluter zeitlicher Vorteil. Was hier in dem Fall auch nur wichtig ist, ist, dass die Bretter einigermaßen gerade sind. Was meine ich damit? Der exakte 90-Grad-Winkel hier an der Kante ist nicht schlimm, denn wir werden das sowieso gleich verspannen und wenn das Ganze ein bisschen schief ist, dann haben wir immer noch genug Material, um das Ganze später einfach abzurichten und dann ein planes Brett herrichten zu können. Das bedeutet, wir müssen auf die ganzen Gegebenheiten, wie wir normal achten müssen, müssen wir in dem Fall gar nicht achten. Das hier ist jetzt natürlich wirklich ganz, ganz simpel und da können wir auch normale Zwingen benutzen, um das zu verpressen, aber wir sind ja derzeit dran, hier die Rahmenpresse zu entwickeln. Und da würde ich sagen, da blende ich euch hier mal einen kleinen Ausschnitt ein. Die 3D-Zeichen steht mal. Ein cooles Feature, was wir jetzt hier auch eingebaut haben, ist, dass hier diese Pressen, dass wir die seitlich auf Rollen bewegen können. Die muss man einfach nur noch einhängen. Und das Ganze wird wesentlich stabiler mit ein paar Blechbiegebauteilen. Aber nicht, wie man es von manchen Marken kennt, irgendwie mit 1,5er Blech. Wir haben 8er Blech, damit es auch wirklich sehr, sehr stabil wird. Also ihr merkt selber, ich mache jetzt hier keinen großen Aufriss. Es ist so simpel, also das Dough ist maximal simpel. Einfach ein bisschen Holzleim draufpacken, das soll es auch schon gewesen sein. Mehr ist es auch nicht. Das Ganze kann jetzt so eine Stunde, zwei in den Zwingen bleiben, bis halt eben der Leim so ein bisschen fest wird. Dann ist das eigentlich immer ein guter Punkt, wo man sagen kann, man kann weiterarbeiten. Wobei generell bei Sternholzschneidebrettern ist eigentlich immer zu empfehlen, dass man die über Nacht in den Zwingen lässt. Denn wenn man später das Brett nochmal verleimt, kann es halt eben sein, dass man die Leimfuge doch auseinanderdrückt. Neuer Tag, neues Glück, was soll ich sagen? Gestern der Termin, der hat so lange gedauert. Dann kam noch ein zweiter Termin. Und dann war eigentlich keine Zeit mehr in der Werkstatt. Ich habe jetzt gleich einen Drechselkurs, aber das dauert noch kurz, bis die Teilnehmer kommen. Deswegen können wir in der Zeit jetzt einmal noch hier das Ganze auszwingen. Ihr könnt ja mal gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch öfters sowas habt, dass ihr sagt, komm, ich habe diese eine kleine Aufgabe, die will ich heute noch machen. Und dann ist im Endeffekt quasi Pustekuchen, weil gar nichts mehr funktioniert. Also die Leimreste müssen wir im Prinzip gar nicht so großartig wegschaben, denn wir müssen das jetzt eh erstmal abrichten, damit wir ein paralleles Brett gleich hobeln können. Also machen wir das mal.
schnell geht es, dass wir ein fertig verleimtes Brett haben. Als nächstes werden wir hier diese Seite parallel schneiden und dann können wir auch schon anfangen, das Ganze in unsere kurzen Stücke zu schneiden, um es dann gleich zu verleimen. Und dann zeige ich euch, was ganz, ganz wichtig ist, damit wir hier auch diesen tollen Effekt erzielen können. Jetzt haben wir das Brett hier vor uns, so wie wir es aufgeschnitten haben. Und jetzt beginnt nämlich das Wichtige. Jetzt müssen wir jeden zweiten Streifen einmal drehen, damit wir da eine richtig coole Optik reinbekommen. Denn das macht nämlich so beim Stirnholzschneidebrett, wie ich das Ganze finde, sehr, sehr viel aus. Also drehen wir da jetzt mal schön jeden zweiten Streifen und dann erhalten wir da eine richtig coole Optik. Tipp. Das Ding bei so einem Stirnholzschneidebrett ist natürlich, dass man da wirklich immer alles drin sieht. Da kann man so ein bisschen rumtricksen, indem man die Hölzer in sich verdreht. Und dann wählt man immer so eine gute Seite aus und eine Seite, die man halt eben nach unten dreht. Jetzt haben wir zum Beispiel mal keine Fehler mehr drin. Und jetzt verdrehen wir auch hier jede zweite Leiste. Ups. Und jetzt haben wir hier nämlich schon eine richtig coole Optik drin. Und das kann jetzt so verleimt werden. Und dafür gehen wir wieder an die Rahmenpresse. So, ganz wichtig, wenn das Ganze fertig ist, erst einmal den Druck rauslösen. Dann können die gelöst werden. Und Nummer 1 ist schon fertig. Und jetzt geht es weiter mit den normalen Arbeitsgängen. Die werde ich euch einmal fix zeigen, wie wir zu einem fertigen Stirn- und Schneidebrett einfach kommen können. Hier sind jetzt noch ein paar kleine Fehler drin. Da nehme ich mir einfach ein bisschen Hartwachs und dann kommt das hier rein. Das stört nämlich auch nicht sonderlich. Jetzt noch einmal ein bisschen fix die Kanten geschliffen. Wir sind jetzt hier an meinem Ölarbeitsplatz. Da kommt jetzt einfach eine Nummer Öl drauf und dann kann es auch schon hier direkt ins Trockengestell. So sieht das Ganze jetzt aus. Da habe ich jetzt auch bewusst keine Füße drunter gemacht, weil die sind so klein. Die kann man einfach ein bisschen handlicher dann auch auf beiden Seiten benutzen. Das heißt, da hat man locker die nächsten 10 Jahre wirklich viel Freude mit hier diesen Stirnholzschneidebrettern. Super geil. Ansonsten wünsche ich euch jetzt einen ganz, ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Ciao.